Ja, Herr Kollege Zschäpp, wenn Sie schon Vorliebe für diverse Zitate oder Zitierungen haben, dann zitiere ich jetzt einmal Sie selbst. Sie selbst haben, und in dem Zusammenhang ist es so witzig, wenn Sie den Neos und dem Team Stronach, wie war das, kommunistische Diktion, das war jetzt auch ein Zitat von Ihnen, ja, fast kommunistische Diktion vorwerfen. Wie haben Sie gesagt, nachdem der Herr Kreiner gesagt hat, die Schulden des Einzelnen sind die Schulden der Gemeinschaft. Das muss man sich einmal im Zuge der Debatte um den ESM auf der Zunge, ich wortwörtlich habe ich es auch genauso mitgeschrieben, die Schulden des Einzelnen sind die Schulden der Gemeinschaft, Zitat Kreiner. Woraufhin der Herr Zschäpp dann gemeint hat, bei der Debatte über die ach so böse Austeritätspolitik, den Fiskalpakt und dergleichen, hat dann der Herr Zschäpp gesagt, Deutschland ist der Gewinner aus dieser ach so bösen Austeritätspolitik des Fiskalpaktes. Und der Kollege Rossmann hat dann auch noch gleich eingeworfen. Und Österreich auch. Das heißt also, Deutschland und Österreich sind, um jetzt mit dem Herrn Matznetter, den Herrn Matznetter zu zitieren, die Profiteure der Situation, dass wir jetzt mit dem ESM nicht nur marode Pleitestaaten im Süden finanzieren dürfen, sondern in Zukunft auch noch marode Pleitebanken in diesen Ländern. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dafür. Das ist sozialistische Wirtschaftspolitik. Das wundert mich nicht. Da wundert einen gar nichts mehr. Aber was mich wundert, ist, dass ihr da mitgeht bei dieser Politik. Aber bei dem, was ihr auf dieser Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP, in den letzten Jahren abgeliefert habt, da brauche ich mich deswegen eigentlich auch nicht mehr wundern. Es hält sich also kein Mensch an den Fiskalpakt, Two-Pack, Six-Pack, was haben wir noch gehabt, europäisches Semester, automatische Sanktionen, den ganzen Fiskalpakt. Das ist so wichtig in diesen Staaten, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt. Kein Mensch hält sich daran. Und jetzt droht auch noch der Bankenstresstest. Wir wissen ja, am Sonntag, am 26. werden die Ergebnisse des europäischen Bankenstresstests veröffentlicht. Erste Ergebnisse sickern eh schon durch. Angeblich fallen 18 Banken durch. Jetzt sollen wir natürlich den ESM ermächtigen, die Banken zu rekapitalisieren. Das ist die Öffnung der Büchse der Pandora. Das ist der Sündenfall. Das ist der Kniefall. Das ist die Überwälzung. Das ist die Überwälzung, lieber Nikolaus. Das ist die Überwälzung nicht nur der Staatsschulden, das ist auch die Überwälzung der Bankschulden an den Steuerzahler. Herr Profiteur Matznetter, der profitiert dann offensichtlich davon, dass er die Schulden der anderen auch noch zahlen darf. Vielen Dank. Die Lösung kann nur eine sein, und das hat auch der Kollege Podkaschek schon angesprochen, zurück zum No-Bailout. Zurück zum No-Bailout. Wir brauchen eine sofortige Kündigung dieses ESM-Vertrags wegen arglistiger Täuschung der Vertragspartner, und wir brauchen das Verweigern. Wir brauchen das Verweigern sämtlicher weiterer Zahlungen aus dem ESM. Aber dass in diesem ESM ja nicht einmal eine Austrittsklausel gibt, das haben wir Ihnen übrigens, als Sie diesen ESM-Vertrag beschlossen haben, auch deutlich gesagt, da es ja nicht einmal eine Austrittsklausel gibt, sollten Sie sich einmal Gedanken machen, wie man da wieder rauskommt. Daher bringe ich den Antrag der Abgeordneten Heider, Potkoschek und weiterer ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, alle Möglichkeiten für einen Austritt Österreichs aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus ESM zu prüfen und hierüber dem Nationalrat Bericht zu erstatten. So, und die eine Minute, die nehme ich mir auch jetzt noch, obwohl schon rot leuchtet, zu den Grünen, die ja damals mitgestimmt haben, als Rot und Schwarz hier den ESM beschlossen haben. Meine Damen und Herren, Sie haben damals gesagt, diese europaweit einmalige Einbindung des Nationalrats war eines Ihrer Hauptargumente, warum Sie für den ESM stimmen. So, jetzt haben Sie es da. Diese neue Ermächtigung zur Bankenrekapitalisierung ist den Koalitionsparteien nicht einmal eine Änderung der Geschäftsordnung wert. Das ist gar nichts wert. Parlamentarische Mitbestimmung und Kontrolle schaut ganz anders aus, meine Damen und Herren von den Grünen. Politische Cleverness aber auch. Hermann Haider von der FPÖ mit viel Kritik am ESM.